So, hier sind wir auch schon wieder mal bei unserer kleinen Runde World of Tanks. Wir haben wieder dabei die kleine Good Gamerin. Hi. Wir sind immer noch dabei, den T34 für sie freizufahren, Ich hab's fast geschafft. den ihr hier auch gerade vor mir seht. Also, wollen wir nicht viel quatschen und starten gleich mal ins Gefecht. So, da wären wir auch schon in unserem kleinen Gefecht. Da vorne wieder. Okay, schön, dass du jetzt erkannt hast, dass endlich mal einen Zug zu erstellen. Unsere Good Gamerin fährt immer noch. Ey! Mit ihrem kleinen A20. Aber wir haben es bald geschafft. Ihr fehlen noch ca. 19.000 Erfahrungspunkte. Und dann haben wir es geschafft. Dann kann sie sich endlich ihren kleinen T34 holen. Gut, er ist dann noch Stock. Es wird dann trotzdem sehr anstrengend werden, den hochzufahren. Allerdings, man kommt maximal nur noch in Sechser Gefechte. Weiß doch sowieso, dass du den mir hochfahren wirst. Wie bitte? Ich weiß doch sowieso, dass du den mir hochfahren wirst. Ja, ein bisschen helfen kann ich dir. Wir fahren lieber mit der Teammasse mit hier. Weil Bock von so einem T25 mich da zusammenfetzen zu lassen, ist. Nee. Stehst du nicht höher als der? T25 ist, glaube ich, der gleiche gewesen. Oder eben höher. Ja, du bist T34. Es geht da um die deutschen oder diese tschechischen T25. Ach Und so. ich bin ein russischer T34. Wundert euch nicht, falls ihr mich mal zwischendurch mal kurz nicht hört oder so. Es ist gerade ziemlich viel hier zu Hause los und ja. Ich jetzt. Ey, ich Komm hab mal wieder. nicht ran. Entschuldigung. Also 100, willst du dich nicht doch vorwagen? Ach Mensch. Nee, der versteckt sich. Habe ich auch gerade bemerkt. Den wollte ich gerade. Meine Steuerung. Pass auf, da vorne ist einer. Hier sind mehrere. Ich versuche gerade auf irgendeinen überhaupt mal hier. Ah, Mann, da war kurz. Hätte ich fast kurz auf diese 100 schießen können. Eine Höllenkatze steht da vorne. Eine Hellcat. Vorsicht, die kommt vor. So sehe ich die Höllenkatze nicht. Au, aber sie sieht mich. Hat sie dich getroffen? Ach. Was soll sie sonst machen? Und ich glaube, dich zerfetzt du mit einem Schuss. Ja, ich kann mich. Hilfe, die Ha? versucht mich abzukillen. Ja, ich glaube nicht, dass die es nur alleine versucht. Na komm, ziehe, ziehe! Alter, hat die eigentlich gleich hier verlassen. Sind bei uns schon im Cap. Ist natürlich nicht so gut. Ah, ist wieder eine miese Runde. Jupp. Aber bis jetzt hat sich's ja eigentlich gezeigt gehabt, dass wir eigentlich mal schlecht gestartet sind und die Runde nur besser wurde. Die Runden. Ja, das stimmt aber. Ja. Probieren wir jetzt mal. Oh, da vorne will. Mann. Wird gerade danach eigentlich Kommt geschrien. gleich vor der Kontrolle vor. Ach man, kann er nicht einfach normal weiterfahren? Wo ist eigentlich unser ganzes Team hin? Vorsicht. Ah, ich bin tot.
da guck jetzt mal dran zu. Der kapiert gerade nicht, wie ihm geschieht. Ich merk's schon. Ah, der ging daneben. Ja, der ging nur nicht durch. Bitte! Autsch! Ich sag grad nur so, hinter dir ist einer und boom, warst du tot. Okay, das war eine sehr kurze erste Runde. Ja. Aber wie er von hinten kam. Ja, der kam hinten reingeflogen bestimmt, war. Na gut, ja. Wir sind jedes Mal so schlechteres Mittelfeld. Das war auch nur keine Glanzrunde, ist heute die erste Runde, die wir fahren. Zusammen. Zusammen, ja, du bist alleine schon gefahren. Minus habe ich gemacht. Ich spare eigentlich auch noch auf den nächsten, aber... Ach, ja. Ja, ich habe heute meinen ersten Fünfer gekillt, alleine. Sonst schießen die eigentlich mich immer ab. Na gut. Dann, wir sehen uns im nächsten Gefecht. So, hier sind wir auch schon wieder in unserem kleinen Gefecht. Unsere Good Gamerin ist auf der anderen Seite. Ach so, deswegen. Oh, na, klasse. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Dankeschön, Frau. Ja. Ich fahre aber sowieso, denke ich mal, Richtung Scheiße. Taucht schon gleich der nächste auf. Ein Oni. Als Top-Tier. Es gibt zwei Top-Tier. Zwei Tier-Siemer. Und ein Oni ist gerade mal Top-Tier. Also Wargaming ist schon echt mies, was ihr hier langsam abzieht. Okay, frag mich nicht, wo der gerade hin wollte. Tauchen gerade so ein paar Feinde auf. Dun, 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 dun. Zack, da aufgeklärt. Ich bin mit auf deine Seite jetzt rüber geswitcht hier. Haltet das, Leute, halten. Wir müssen aber den KV 85 rausnehmen. Na gut, nächstes ging der zweite Schuss durch. Hinter uns wollte gerade etwas auf uns schießen. Gut. Ich bin ja nicht so der Freund, hier alleine okay. Alleine vorzufahren. Oh. Oh, 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 oh. Oni. Ein Oni. Also... Ja, bin ja nur kein Fan von diese Teile. Diese ziemlich klobig, dick gepanzert und ja. Wird schwer. Okay, ich brauch's nicht versuchen. Jedenfalls nicht aus meiner Position. Hin zu durchschlagen. Also anscheinend nehmen die Gegner gerade unser Team hier auseinander. Ich will doch nur in den Häuserkampf. Alter! Ernsthaft? Ich hab gerade den einen gekillt, der killt. Wir haben uns gerade gegenseitig gekillt, Alter! Das ist doch... Nee, ihr habt euch nicht... Autsch! Was war das? Arsch. Zu 100Y, ich sehe sie nicht. Ich muss irgendwo dort hinten stehen. Aber das sind da fünf Büschen, dass man sie nicht mehr sieht.
Naja, Ja. ISO 100Y, das ist ein fetter Klotz, der. Guck dir den KV2 an. Da weißt du, wie eine ISO 100Y aussieht, ungefähr von vorn. Wenn der den Turm nach vorne ausgerichtet hätte, so sieht ungefähr die ISO 100Y aus. Okay. Ah, sowieso schon wieder kein gutes Gebäck. Nein, wieder mal kein gutes. Na gut. Jedenfalls sind wir ja auf dem Weg, dass unsere kleine Good Gamerin endlich ihren T34 hat. Dann können wir anfangen, ihn aufzubauen. In der Zeit werde ich vielleicht schon das Geld dann endlich mal irgendwann zusammen haben für mein 3485. Und kann dann wahrscheinlich gemeinsam mit der Good Gamerin übergehen auf den 3485. Ja, dann haben wir noch unsere SU 100. Ja, SU 100. Ist ja keine Y, ist nur eine SU 100. Aber mit ihrer 122 mm Kanone. Ich denke mal, die werden wir jetzt als nächstes wieder mal auspacken, dass wir noch etwas andere Fechte vielleicht mal von meiner Seite her sehen. Dass wir da vielleicht noch etwas Spaß haben können. Sehe ich auch so. Schön, wie sich unser Team hier gerade hinten in der Ecke verkriecht. Sind alle voll feige. Naja, feige kann man nun bald nicht sagen, aber. Komm, ich habe mich in den Tod gestürzt. Naja, das machen die jetzt auch. Weil die haben wurden jetzt aufgedeckt. Wobei, Nein, ich bin TZ38 ja. in A, so 100Y. Ich nicht mehr. Da siehst du die SU 100Y. Ein fetter Klotsch. Sehe ich nicht, ich bin in der Garage. Ach so, okay. Wir gucken uns noch kurz das Ende jetzt hier an und jetzt geht's auch zurück in die Garage. Das Gefecht haben wir wie erwartet verloren. Na gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder mal eine kleine Runde, vielleicht sogar schon mit 2 T34 fahren. Und damit Ade Vashe. Ciao!